Hallo und herzlich willkommen. Ciao, Ronny. Zusammen. Guten Abend miteinander. Hey, was ist denn da? Eine Kaffeemaschine. Wir haben doch keine da bei uns. Ich dachte, komm, Coop hat ein mega einfaches System. Bring die und installiere sie. So fein, hey. Du, kannst du da? Sicher. Also machen wir heute ein Schweinsgottelett mit Birnen und Maroni dazu. Und dazu serviere ich Kräuterpolente. Und das sind Zutaten, die ich für heute brauche. Übrigens, die Schweinsgottelette stammen aus artgerechter Tierhaltung. Als erstes komme ich gerade zu dieser Kräuterpolente. Da habe ich ein Milchwasser aufgekocht. Und das kann ich jetzt gerade salzen. Und dann kommt die Polenta. Trainiert habe ich ein Pramata-Mais. Das ist ein grobkörniger Mais. Ein bisschen grösser, hat ein bisschen länger zum Kochen. So während 40 Minuten. Immer wieder gut rühren zwischendrin. Dann bleibt nichts kleben. Und René, geht's? Ja, die geht. Die ist super. Ein, zwei Handgriffe, dann läuft sie. Haben wir noch mit einem Schraubenzieher? Ja, wir haben eine Besteckschublade. Ah, okay. René, andere Seite. Aha. Hier mache ich weiter für die Maroni und die Birne. Da habe ich Zucker und Wasser aufgekocht miteinander. Schön karamellbraun werden, wie wir es jetzt hier haben. Aber Achtung, der ist ganz heiß. Und darum nehme ich jetzt etwas auf die Zeit, weil ich es ab mit Weisswein und mit Birnensaft. Das ist ganz gebig mit dem Deckel. Da kommen wir nicht den ganzen Dampf ins Gesicht rein. Jetzt kann ich es drauf nehmen, das löst sich langsam auf. Und jetzt kann ich angetaute Maroni drin geben. Susanne, wo kommen wir? Ja, der ist auch in dieser Schublade. Ah, okay. Dann kann ich es zudecken, so etwa während 10 Minuten schön köcheln. Und dann gebe ich dann die Birnenschnitze noch rein. Es geht weiter mit dem Fleisch. Das ist so richtig ein schönes Fleisch, das Naturaplan ist. Das heisst, das Tier ist viel langsamer gewachsen, es ist auch viel draußen. Und dadurch ist so der Fleisch und der Fettgehalt schön ausgewogen. Und das ist natürlich ganz fein im Aroma. Jetzt kann ich es hier davon anbraten. Da brauche ich heißes Öl. Und dann brate ich es auf jeder Seite schöne Minuten. Dann stelle ich es ab und aus dem Zudecken. Und insgesamt lohne ich es dann etwa während 10 Minuten braten. Ui, nein, René. Geht's nicht? Oh, geht schon. Doch, zwei, drei Angriffe, dann funktioniert es. Aber weißt du, komm, wir schauen doch zuerst mal drei Spieler an und zeigen sie, wie einfach das System geht. Aha, okay. Ja, muss sein. Tassimo ist ein neues, intelligentes System für die Zubereitung von heissen Getränken daheim. Es erkennt am Strichcode, welches Getränk aus der reichen Auswahl gewünscht wird und stellt automatisch mit einem Knopfdruck die Brühezeit, die Wassermenge und die richtige Temperatur ein. Jede Teedisk enthält die exakt abgemessene Menge an Kaffee, Kakao oder Tee von der bekanntesten Marke. Optimal dosiert und versiegelt und darum immer frisch für perfekten Genuss. Das einzigartige Tassimo-System hat für jeden geschmackspassend Getränk. Ein Starter-Kit bestehend aus einer Tassimo-Maschine und je einer Packung Crema, Espresso und Kakao-D-Discs ist jetzt zu einem günstigen Preis bei Coop erhältlich. Jetzt komme ich raus. Das ist ja Bubi einfach. Jetzt gibt es gerade ein feines Käferl. Ich koche noch weiter. Oh, wunderbar. Also unsere Polenta ist jetzt gerade fertig. Und hier tue ich noch Peterli drin, Oregano und Thymian. Und vorher auch noch etwas Butter drunter, damit es so schön sämig wird. Es geht immer noch nicht. Tun wir den Fall auch anrichten. Die Kräuterpolenta, die hat schon fast ein bisschen etwas Frühlingshaftes an sich mit so schönen Kräutern drin. Denn hier habe ich die Kästen, die Maroni mit den Birnen, die habe ich noch gewürzt mit Salz und Pfeffer und ein Birnen bisschen noch Butter dran, weil das gibt nachher auch so einen schönen Glanz noch. Nebenzu kann ich hier gerade Kotelette anrichten, die hat einfach noch gewürzt mit Salz, Pfeffer und Paprika. Und jetzt den Satz, den ich bilde, den habe ich aufgelöst mit Weisswein und Birnensaft. Beispielsweise, man könnte auch sehr, sehr gut jetzt Äpfelsaft nehmen, anstatt Birnensaft. Dann haben wir hier noch ein Kräutchen drauf. Und das wäre unsere Nacht. Und das Rezept können Sie nachlesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. Jö, René! Jetzt ist fertig. Wo kann ich den einstecken? Die Steckdose. Ja, aber wo haben wir eine Steckdose? Wo hast du die Kaffeemaschine eingesteckt? Was meinst du mit, wo hast du die Kaffeemaschine eingesteckt? Ich schlage vor. Wir schauen jetzt das Wochenende Knaller an. Oh.
Coop Naturaplan Schweinsgotelett sind 25% günstiger. Das Netz Navel Orange ist 25% günstiger. Und drei Bärli Belservela sind 33% günstiger. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. So, schau das aus, das ist für dich. Da. So. Du, wie funktioniert jetzt die Maschine? Strom rein, Kaffee raus, fertig. Bubi einfach. Töne für oben an. Ade.